Hallo Leute, heute gibt es ein neues Video hier auf Robson Town, nämlich eine neue Film-Challenge. Ich habe hier wieder 20 Filme am Start, die ich jetzt in ganz, ganz wenig Zeit... Ups, oh, die fallen mir fast immer runter, weil das so glitschig ist. Ihr habt es gesehen. Ist das geslidet oder ist das geslidet? In ganz wenig Zeit besprechen werde. Ihr kennt ja das Format. Ich habe 200 Sekunden Zeit für 20 Filme. Das heißt, über jeden Film 10 Sekunden Zeit, um kurz zu sprechen, zu sagen, ob er cool ist oder nicht. Mir ist richtig warm. Ich habe gerade wieder einen Haufen Videos für DVD-Kritik gedreht. Und draußen sind 30 Grad in Berlin. Da kommt man vor so einer Kamera in einem Raum, in dem alle Fenster geschlossen sind, einfach zum Schwitzen. Und entschuldigt bitte, dass ich schon wieder, ich glaube, ganze 10 Tage kein Video hochgeladen habe, aber es ist einfach viel zu tun und ganz viel für meinen Hauptkanal. Ich war dieser Tage jetzt auch eben für Sachen und so bei Verleihen in München und in Hamburg und das ist immer so, dass man dann so ganze Tage weg ist und keine Zeit hat. Aber da ihr lieb seid und ich mir Mühe gebe, vereinbaren wir einfach, dass ihr mir nicht böse seid und ich mache jetzt eine Film-Challenge. Wie wär's? Deal? Okay, Handshake. Okay, gut. Film-Challenge. Das heißt, ich habe meine coole App, wo immer alle fragen, die heißt irgendwie Intervall und da kann man auch sehen, mein Handy ist zu 99% aufgeladen. Alle 10 Sekunden gibt mir diese App einen Sound und diese 10 Sekunden habe ich dann Zeit, über einen Film jeweils zu reden. Das ist immer sehr anstrengend. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Filme genau hier liegen. Es sind welche, die ich noch nicht hatte in all den vorangegangenen Film-Challenges. Das ist ein Vorteil, wenn man viele Filme hat. Dann kann man immer so 20 Mal dieses Format drehen, weil man einfach so viele Filme hat, dass man sich nicht doppelt. Aber laber. Ich muss mich konzentrieren, muss mich anfangen, den Schweiß abwischen. Ja, ich schwitze, ich gebe es zu. Ich bin da nicht zu eitel, auch ich schwitze. So, 1 Minute und 40 Sekunden rumpalabert. So, Freunde, bereit? Okay. Busa und Start. Okay, es läuft. Pacific Rim, Monster, Roboter kloppen sich mit irgendwelchen Alienwesen, mit Kaijus, mitten im Ozean. Richtig geile Roboterschlacht auf offener See, macht richtig Bock. Auf der großen Leinwand kann man zu Hause gucken. Genrefilm, ich freue mich auf den zweiten Teil. Shay, Michael Fassbender, Steve McQueen, ein Typ, der einfach sexsüchtig ist und nicht weiß, wie damit umgehen soll. Die Abgründe in sich selbst entdecken, eine ganze Menge krasser Sex hier. Michael Fassbender, pur, der Film ist der Hammer und der Wahnsinn. Taffe Mädels, Buddy-Komödie mit Sandra Bullock und Melissa McCarthy. Eine FBI-Agentin und ein Cop auf der Straße ermitteln zusammen. Und das ist so skurril und witzig, dass ich sagen muss, Taffe Mädels hat mir ziemlich cool gefallen, kann man machen. Sherlock, die dritte Staffel, anders als 1 und 2 für Fans, ein Muss, so gigantisch gut inszeniert, toll gespielt, der absolute Hammer, anders gewagt, gewonnen. Ich liebe die Serie, freue mich auf die vierte Staffel gucken. Mystic River, Clint Eastwood und ein Riesencast rund um die Geschichte eines Mädchens, das sexuell missbraucht wird und zumindest umgebracht aufgefunden wird. Und die Frage ist, hinter wem steckt es und könnten es Freunde oder Feinde sein? Richtig geiler Streifen, wolkig, bis heiter mit Aussicht auf, der Titel ist zu lang, um ihn zu sagen. Es gibt wieder diese Maschine, die Essen produziert, aber sie macht so viel, dass gefährliche Monster dabei entstehen und man muss diese erste Teilmaschine irgendwie zerstören und ein Traum wird wahr zwischen Wissenschaftlern. Ratatouille, Remy, ich liebe den Soundtrack dazu. Und die Geschichte einer Ratte, die in Paris lernt zu kochen und jeder kann kochen. Es ist die Geschichte über Folge deinem Herzen und dass Träume wahr werden können. Gucken, richtig geiler Pixar-Film. Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio in einem Martin Scorsese-Film. Es geht um den Mann, der einst an einer Börse wahnsinnig viel Geld verdient hat. Der Film ist voller Sex, Drogen und richtig viel Spaß. 12 Years a Slave, nicht mit sonst den Oscar als bester Streifen gewonnen. Wieder Steve McQueen, wieder Michael Fassbender, Brad Pitt und viele bekannte im Cast. Die Geschichte eines Mannes, der entführt wird, tatsächlich passiert und 12 Jahre versklavt wird. Hammermäßig. Homefront. Jason Statham ist nun mal das Prüfsiegel für Action, handgemachte Art. Der Streifen ist richtig cool. Es geht um einen Ex-Cop, der einen Drogenhändler in seinem neuen Haus auf die Schliche kommt. Eigentlich will er nur Familienvater sein. Richtig gut und spannend. Anchorman 2 kehrt zurück für Fans von Will Ferrell. Ein Muss, der ganz eigene absurde Humor. Nicht so gut wie Teil 1, aber das Wiedersehen mit Anchorman, Steve, Will Ferrell und alles, verkackt. Gucken. Full Metal Jacket, der Film von Stanley Kubrick über den Vietnamkrieg und dabei, wie Leute rekrutiert werden dafür, wie Krieg aussieht und was es mit den Menschen macht. Einfach bewegend und stark. Der blinde Fleck. Das Attentat auf das Oktoberfest, was ungefähr 20 Jahre zurückliegt. Damals gab es auch einen rechtsradikalen Hintergrund in diese Richtung. Wirklich interessantes Thema. Ganz schlecht gemacht. Nicht anschauen. Filmisch mies. Here Comes the Devil. Ein Paar lässt ihre Kinder alleine, während sie gerade so im Bus miteinander vögeln, in dem Auto. Und die Kinder kommen völlig verstört wieder und skurril, aber kein guter Streifen, wenn ich ehrlich bin. Hound, die Geschichte eines Mädchens, die in einer Zeitschleife zu Hause gefangen ist und feststellen muss, dass sie von dem Zuhause nicht weg kann und irgendwie eine Art Geist ist und versucht, mit der realen Welt zu kommunizieren. Gute Idee, mittelmäßig gemacht. Man of Steel, ja, das Wiedersehen und das Reboot von Warner Richtung DC-Reihe. Wir bekommen ja auch eine Batman vs. Superman. Hier die Geschichte rund um Superman und seine ersten Anfangsjahre. Cool gemacht, ein bisschen zu sehr explodieren. Der schlechteste Film des Jahres, die Pute von Panem, Verarsche auf die Hungerspiele und eben, ich heiße sie nicht Katniss Everdeen, aber die Geschichte dahinter total absurd, nicht mal Scary
B-Movie-Niveau. RoboCop, auch dieses Remake hat mir nicht so wirklich gefallen. Klar, optisch toll, über 170 Millionen Dollar der Film, für Fans vielleicht interessant, aber nicht an der Originalfigur dran, kann man ruhig sein lassen. Dann Snow Sharks. Ich bin Trash-Film-Fan und diesmal sind es keine Sand Sharks, nein, es sind Snow Sharks. Die Leute wollen einfach nur ihren Spring Break in den Bergen feiern, aber überall gibt es Schneie, die durch den Schnee schwimmen können. Für Trash-Film-Fans ein Muss. Und Gasland, eine Dokumentation über Fracking. Ein wichtiges Thema zur Energiegewinnung. Die USA will sich damit ja unabhängig machen vom Weltmarkt. Aber all die Haushalte, die darunter leiden und Privatpersonen gegen Konzerne, interessant und spannend. Und damit bin ich durch mit meiner Film-Challenge-Nummer, weiß ich nicht, 13, 14, 15. Aber seht, ich bin richtig gut drauf, weil es ist Sonntag und ich drehe auch sonntags. Kriege ich den YouTube-Arbeiter-Award? Das wäre schön. Aber ich bin, nein, einfach gut drauf. Es waren schöne Wochen, schöne Tage. Ich liebe mein Leben. Ich hoffe, ihr liebt euers auch. Liebt euers auch. Das wäre für uns alle schon mal ein Vorteil. Und ja, Freunde. So, mein Handy muss ich hier mal so ein bisschen ausmachen. So, ich hoffe, ihr habt ein paar tolle Tage und dass wir im Halbfinale gewinnen und dass wir dann im Finale gewinnen. Ich glaube, dieses Mal torkelt die deutsche Mannschaft so zum Weltmeister. Eben mit ihrem Spielstil, der so ein bisschen scheiße ist. Aber es scheint zu reichen und zu klappen. Gut, Freunde, folgt eurem Herzen, denn es ist und bleibt das Wichtigste. Macht's gut, bis ganz, ganz bald und tschüss.